Guten Tag, Herr Gall. Wir sind hier heute zusammengekommen, um mal ein Thema anzuschneiden, was uns ein bisschen auf der Seele drückt, nämlich die Cancel Culture. Sie ist ja für jedermann heute zum Greifen nah. Jeder, der es sehen möchte, der sieht es auch tatsächlich. Und wir sind letztens, so als wir uns begegnet sind, mal ein bisschen gesprochen haben, zufällig drauf gekommen, dass Herr Gall da sehr viel drüber weiß. Und dann haben wir gesagt, das wollen wir doch mal jetzt tiefer ergründen, wie wir eigentlich dahin gekommen sind, wo wir jetzt heute stehen, dass wir jetzt statt einer offenen, toleranten Gesellschaft plötzlich so eine Gesellschaft vorfinden, die nur noch bestimmte Meinungen zulässt und wo man immer das Gefühl hat, man muss sich unglaublich vorsehen, was man denn jetzt sagt, damit man nicht vielleicht sogar noch strafrechtlich belangt wird. Ja, also ich möchte jetzt einfach mal an Herrn Gall übergeben, dass er mal ein bisschen ausführt, woher dieses ganze Desaster jetzt rührt. Ja, da muss man in der Tat ein bisschen ausholen, weil es, glaube ich, ein Ausdruck gewissermaßen eines geistesgeschichtlichen Zeitgeistes ist. Ja? Also wir haben schon in den 60er, 70er Jahren eine richtig gehende Epochenwende erfahren, die gewissermaßen die philosophische Basis für diese Cancel Culture, oder eigentlich der richtigere Oberbegriff ist, finde ich, Wokeness. Ja? Also wir haben ja jetzt gewissermaßen eine Atmosphäre, wo es immer um Fragen der Machtausübung, der Unterdrückung von Minderheiten geht und die man bekämpfen muss sozusagen. Das ist das eigentliche Hauptthema gewissermaßen in allen gesellschaftspolitischen Bereichen. Und Hintergrund ist eine philosophische Schule, die ursprünglich in Frankreich ihren Ausgang genommen hat, nämlich die, in Europa nennt man sie immer noch die Poststrukturalisten. Das muss man jetzt nicht erläutern, wer die Strukturalisten waren, aber es ist eine französische Schule, insbesondere bestehend aus Foucault, Derrida und Lyotard. Das sind drei Franzosen, die diese Schule unabhängig voneinander selbstverständlich begründet haben. Und die sind dann gewissermaßen über die amerikanischen Universitäten, wo sie sehr erfolgreich waren, auch ein bisschen mit der Frankfurter Schule amalgamierten, sage ich mal, und dort eben ganz beherrschend wurden als ja, praktische Philosophie, politische Philosophie, Gesellschaftsphilosophie unter dem Begriff Postmodernism, ja, also Postmoderne, gewissermaßen die philosophische Postmoderne, die Amerikaner oder die Wissenschaftler in Anführungszeichen, die das vertreten, nennen das auch die Theory, also die The Theory, oder lässig gesprochen French Theory, weil es eben von diesen drei Franzosen kommt. Was ist der Ausgangspunkt? Der Ausgangspunkt ist in der Tat Jean-François Lyotard, der in den 60er Jahren gewissermaßen in hohem Maße beeindruckt war von zwei Dingen. Erstmal von dem von ihm so gesehenen Scheitern der Aufklärung in den beiden Weltkriegen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo er sagte, die Aufklärung ist dort eben gescheitert, wenn die hehren Gedanken der Aufklärung gewissermaßen insbesondere zum Zweiten Weltkrieg und zum Faschismus führen, dann ist offenbar die Aufklärung jetzt auch nicht für gesellschaftliche Systeme die große Lösung. Hinzu kam, es ist aber ein bisschen eine Unterstellung von mir, weil er das so nicht formuliert hat, dass er auch, genau wie die beiden anderen genannten, Foucault und Derrida, im Grunde genommen ein Sozialist, vielleicht sogar Kommunist war und eben auch dieses Gegenmodell des Kommunismus als gescheitert ansehen musste, denn man war ja gerade im post-stalinistischen Zeitalter angekommen in den 60er, 70er. Das heißt, auch das war nicht mehr der reine Ausweg, was eigentlich in dieser Zeit ja noch vertreten wurde, aber von Philosophen eben dann doch nicht mehr vertretbar war. Ja? Das ist gewissermaßen die Abwendung von der Aufklärung. Die Aufklärung ist ja im Grunde genommen eine Hinwendung zum Menschen und auch eine ganz optimistische und positive Haltung zum Menschen als solchen. Also die Befreiung aus der politischen und geistlichen
Abhängigkeit gewissermaßen, ist ja der Grundgedanke der Aufklärung, also der Blick auf den Einzelnen, der sowohl erkenntnistheoretisch als auch politisch gewissermaßen der Träger von unveräußerlichen Rechten ist und eben in der Summe der Einzelnen gewissermaßen die Basis alles Erkennens und auch gewissermaßen der gesellschaftlichen Ordnung. Also ja. Das rationale Denken. Das rationale Denken, der kritische Rationalismus, das ist alles durchaus parallel dazu noch weiterentwickelt worden. Also Karl Popper ist schon gewissermaßen der Höhepunkt gewissermaßen des rationalistischen, der rationalen Vernunft, kritischen Rationalismus. Die offene Gesellschaft, die er beschreibt, ist eben eine offene Gesellschaft, wo Menschen sich auseinandersetzen mit unterschiedlichen Auffassungen, Erkenntnissen, Meinungen. Also wenn ich das jetzt richtig gesehen habe in diesen Videos, die ich mir zu dem Thema bereits angeschaut habe, dann ist ja so ein Grundgedanke, wenn das rationale Denken dazu führt, dass man zum Schluss nur noch mit einer rationalen Stimme spricht, dann führt es auch letztendlich nur zu totalitären Systemen, scheinbar wie dem Nationalsozialismus. Und dann muss man mal darüber nachdenken, den Opfern eine Stimme zu geben. Wie gebe ich jetzt den Opfern eine Stimme, wenn ich immer nur mit der Sprache der Täter spreche? Und so klang das jetzt für mich ganz vernünftig, einfach mal diesen Weg zu beschreiten und gedanklich sich in die Richtung zu entwickeln, um wirklich jetzt wieder Abstand zu nehmen von diesem Totalitarismus letztendlich. Ja, so ungefähr kann man das sehen. Also ich glaube, es ist mehr der Eindruck durch den Faschismus bei den Franzosen entstanden, bei den Philosophen entstanden, dass offenbar eben auch der Rationalismus oder die Aufklärung nicht zu einer Freiheitsausübung und eben nicht zu einer offenen Gesellschaft führt, sondern alles immer wieder in irgendwelche autoritären Systeme gleitet. Ja, das haben Sie ja ganz richtig gesagt. Das heißt, das menschliche Handeln scheint denen geprägt von autoritären Strukturen. Ja, also das heißt, die Mehrheit oder die Menschen an sich neigen dazu, in autoritären Systemen sich gegenüber Schwächeren, also Minderheiten gewissermaßen zu positionieren. Ja. Das ist gewissermaßen das Grundleiden der Menschheit. Mhm. Ja? Und in diesem System muss dann eben eine Philosophie auch funktionieren. Also ein Punkt war auch noch die Zeit, dass man jetzt eigentlich immer sagt, eine Kultur entwickelt sich über die Zeit. Aber Kritik aus der Kommunistenecke kam dann letztendlich, dass sie einfach sagten, aber das braucht auch Zeit und die wird vom Kapitalismus nicht gegeben. Da muss alles effizient funktionieren und zack, zack, zack hintereinander weg. Und das führt dann genau dazu, dass wir dann zu rational vorgehen und vielleicht auch die Menschen dabei dann beiseite schieben. Einfach sagen, das ist unser Ziel, da wollen wir hin und wer nicht dazu gehört, weil er nicht mitmachen will, den schieben wir beiseite. Und so kommt das dann vielleicht zu diesen Systemen. Also vielleicht nochmal ein bisschen zu den Grundlagen der drei Herren, von denen ich hier rede, Foucault oder Lyotard, Foucault und Derrida in dieser Reihenfolge. Also Lyotard hatte eben diesen Gedanken, die Aufklärung ist gescheitert und man müsse, und das sind da kommen die ersten Schlüsselbegriffe vor, man müsse gewissermaßen die Aufklärung nur als ein Metanarrativ unter anderem begreifen. Ja? Also der Begriff des Metanarrativs ist gewissermaßen ein Schlüsselbegriff der Postmoderne und der Schlüsselbegriff, den Lyotard gewissermaßen in die Debatte geworfen hat. Metanarrativ, das ist also nur eine Erzählung gewissermaßen, letztlich auch ein Konstrukt, was man nutzen kann. Aber da dieses Metanarrativ der Aufklärung ja gescheitert ist, muss man sich anderen Narrativen zuwenden. Ja, das klingt ein bisschen, nach dem, was ich eben schon sagte. Die sagen halt, das rationale Denken führt ja dazu, dass irgendwas für absolut richtig befunden wird. Das wird in die Bücher geschrieben, das ist denn das, worauf man sich stützen muss. Mhm. Da gibt es eben nur noch ein Denken und das wäre dann der Fehler. So glaube ich, hat er das gesehen.
Ja, genau. Also Narrativ hat ja als Begriff schon etwas Manipulatives, nicht? Also es ist dann schon der Anspruch der Philosophen, gewissermaßen Erzählungen zu entwickeln, die den Menschen Orientierung geben und gewissermaßen eine geistige Ordnung ihnen liefern, ja? Das ist nicht mehr die Zuwendung zum Einzelmenschen und der Respekt sozusagen vor den individuellen Erkenntnismöglichkeiten der einzelnen Individuen, sondern eben, ja, es hat etwas philosophisch Manipulatives. Ja. Also der zweite Gedanke, der dann dazu kommt, ist eben der von Foucault. Der hat das gewissermaßen mit den autoritären Strukturen und dem gewissermaßen Machtbasiertheit allen menschlichen Handelns ausentwickelt. Der hat auch dicke Bücher geschrieben. Das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, es klingt so ein bisschen herablassend, wie ich das formuliere. Das sind ganz, ganz brillante Köpfe gewesen, diese drei. Ja, ne? Aber was so daraus geworden ist, ist ja aus heutiger Sicht dann schon sehr kritikwürdig. Also er hat zum Beispiel, ich glaube, das erste Buch, das er geschrieben hat, beschäftigte sich mit der Geschichte des Strafens. Ja? Mhm. Also mit Gefängnissen und Straffunktionen und wie es dazu geht. Da gibt es dieses berühmte Panoptikum, das ist ein von allen Seiten einsehbares Gefängnis. Das ist so ein Begriff, der dann auch viele Jahre in Mode war. Also auch da geht es gewissermaßen nur um die Abgründe, die dem Menschen nun mal weseneigen sind. Das war eine, ja, Analyse der Vergangenheit. Genau, der Vergangenheit, aber eben auch der ja, alles beherrschenden Prinzipien, eben also, dieser Macht und Autorität. Ja. Also dazu kann man vielleicht noch ergänzen, dass Foucault auch gerne mit den Kommunisten, mit der Arbeiterbewegung auf der Straße war, bei Demonstrationen hoch angesehen war als Lehrstuhlinhaber in Frankreich. Und aber zum Schluss dann auch von den Kommunisten wiederum als rechter Philosoph beschimpft wurde, weil er sich mit Ideen quasi herum plagte, die denen dann wieder nicht gefielen. Ja, und ich habe ja schon gesagt, er war natürlich Kommunist, also Foucault war es nun wirklich erklärtermaßen Kommunist, aber hatte die Erkenntnis, dass man das ja nur als Philosophie nicht mehr vertreten konnte, nach Stalin, und hat dann gewissermaßen im Gegensatz zu Marx, der Kapital und Arbeit gewissermaßen als die großen Pole und auch die Grundmachtstruktur empfand, ja, also das Kapital, die Arbeitgeber oder die mächtigen Wirtschaftsbosse, die Macht über die breite Masse ausübten. Das war sozusagen als Grundidee gescheitert. Aber er wollte immer noch dieses Machtgefüge erklären. Und das Merkwürdige oder das Verheerende, nach meiner Einschätzung, ist, dass er dann eben nicht irgendwelche politischen Führer oder Strukturen oder so als Ausgangspunkt dieser Machtbesoffenheit der Menschheit ausmachte, sondern eben den normalen, den durchschnittlichen Menschen. Ja? Der Mensch braucht Macht, er will immer Macht ausüben und ist gewissermaßen, also ja, ein negatives Geschöpf. Ja? Das unterscheidet eben wirklich die Aufklärung, genauso wie das Christentum und die griechische Philosophie, die alle ein sehr positives Menschenbild haben. Dort wird entwickelt ein sehr negatives Menschenbild. Also, der Normalmensch ist gewissermaßen böse und muss erzogen werden. Sozusagen zu viel Philosophie, zu wenig Psychologie. Ja, genau, okay. Könnte man sagen. Und eben diese Besessenheit von den Machtstrukturen und von einigen wenigen Menschen, die als Minderheiten eben unterdrückt sind. Das ist gewissermaßen, um das dreht sich Gesellschaft von oben an bis unten. Aber es ist eigentlich interessant, dass also alle diese Philosophen eigentlich angefangen sind, darüber nachzudenken, wie man in Zukunft totalitäre Systeme vermeidet und den Opfern eine Stimme gibt. Und heute dreht sich das so ein bisschen, wo quasi dann andere wieder zu Opfern werden. Ja, also jedenfalls bei Foucault ist es nicht so, dass es sich schon dreht und dass man sozusagen versucht, diese Machtverhältnisse zu entschärfen, sondern er versucht nur aufzudecken, dass eben alles Macht und Autorität ist. Okay. Und dann kommt
eben der Blickwinkel auf die Geschichte oder auf jeden, also alle gesellschaftlichen Aspekte, alle gesellschaftlichen Teilbereiche, aber eben auch die historische Gesellschaftsstruktur oder überhaupt die Geschichte als solche, müssen dann alle immer untersucht werden auf die dahinter eigentlich wirksam werdenden Machtstrukturen. Also es geht immer darum, auch bei Geschichtsschreiben, die muss gewissermaßen umgeschrieben werden, weil man jetzt mal gewissermaßen kritisch das durchleuchten muss und feststellen muss, welche eigentlichen Machtstrukturen dahinter stehen. Ja. Und da kommt Jacques Derrida ins Spiel, ja, der den nächsten gewissermaßen Schlüsselbegriff geliefert hat, nämlich ein Begriff, der heute in unseren Sprachschatz, in unseren Wortschatz ganz bruchlos übergegangen ist, ja, die Dekonstruktion. Dekonstruktion ist eigentlich ein Kunstwort, was Derrida erfunden hat, keine Frage. Also es gibt die Konstruktion und die Destruktion, ja, erbauen und zerstören. Und die Dekonstruktion sollen heißen, man muss insbesondere die Geschichte und natürlich auch alle gesellschaftlichen Zusammenhänge auseinanderbauen erstmal, ja, also destruktiv vorgehen und sie dann neu zusammensetzen. Und zwar neu zusammensetzen, um deutlich zu machen, dass was die zugrunde liegenden Machtstrukturen waren. Ja. Daraus ist dann gleich eine ganze neue Wissenschaft entstanden, der Orientalismus, nicht Schüler, aber Nachfolger von Derrida. Etwa Said hat das gewissermaßen als neues Gebiet entwickelt. Darum sehen wir heutzutage gewissermaßen die Geschichte des Nahen Ostens, der Levante, als eine Folge von britischer Macht und den Machtstrukturen und Autoritäten, die auf die arabischen Völker gewirkt haben. Was gelinde gesagt etwas befremdlich ist, weil die Osmanen haben, glaube ich, 1000 Jahre über diese Region geherrscht. Das fällt da nicht so ins Gewicht, sondern man will eben alles, der weiße Europäer, der eben diese Minderheit gewissermaßen so beherrscht hat. Ja. Derrida Dekonstruktion heißt, wir müssen alles neu denken, neu erfahren. Ja. Und jetzt sind gewissermaßen alle, also das hat sich natürlich noch weiterentwickelt. Es kam dann ein weiterer Anhänger dieser Schule, Judith Butler, die das gewissermaßen für den Feminismus sehr stark weiterentwickelt hat, aber eben auch diese Dekonstruktionsansätze nochmal sehr stark fortentwickelt hat und eine ganze Reihe anderer Philosophen, bis es dann gewissermaßen zu einem Leitgedanken kam, der uns heute noch in der Gegenwart sozusagen ständig anlacht, nämlich das soziale Konstrukt. Mhm. Ja? Also wir erleben, das muss man vielleicht nochmal grundlegender sagen, mit der Aufklärung hat man sicher der Realität zugewandt. Ja, also nicht irgendwelche Dogmen über die Wirklichkeit oder das Sein, also kirchliche Dogmen insbesondere, sollten mehr Berücksichtigung finden, sondern es sollte alles gewissermaßen auf eine Realität zurückgeführt werden. Wissenschaftliches Denken hängt davon ab, gewissermaßen gedanklich, dass man davon ausgeht, man kann eine absolute Realität, eine Wirklichkeit entdecken. Durch Forschung, durch wissenschaftliche... Beständig nähern. Ja. Genau. Genau. Aber man geht davon aus, es gibt sie. Ja? Ohne jede Frage. Das ist nicht irgendwie ein Gehirngespinst, sondern Wissenschaft sucht nach der Wahrheit eben auch. Die Realität ist die Wahrheit und mit wissenschaftlichen Prinzipien kann man sich einigermaßen seriös an die Wahrheit heranwirken. Aber den Gegengedanken muss ich jetzt noch dazu sagen. Das ist eben in der Postmoderne nicht mehr der Fall. Ja? Die Postmoderne hat die Realität gewissermaßen als ein Konstrukt aufgegeben. Ja? Wir entdecken die Wirklichkeit als soziale Konstruktion. Das ist ja eigentlich ganz schrecklich, weil ich meine, ich kann mich erinnern, dass ich als Kind auch schon immer sehr neugierig war und Neugier ist meine treibende Kraft und diese Neugier ist tatsächlich
ja, das speist aus dieser Quelle, ne, dieses Gedankens, ich finde das schon heraus, ich kann das doch sehen, ich kann das doch hören, ich kann doch nachdenken, ich kann doch einen fragen, ich kann es doch ständig überprüfen und im Prinzip mache ich mein Leben lang nichts anderes. Und ich bin ja auch gestolpert in der Schule quasi übers Fragen stellen, ne? Nicht übers Antworten geben, ne? Es war ja nicht, nicht erwünscht, manche Fragen zu stellen, weil die hätten einen ja weiterführen können. Ne? Genau, ja. So. Das war, da schlug sozusagen bei Ihnen der kritische dazu. Ja, das muss zu, ja. Hat es mich wirklich gewundert, ja. Ja, genau. Und geschüttelt gleichzeitig. Genau, aber diese, also gewissermaßen wissenschaftliche Betätigung oder die Annahme, es gäbe eine wissenschaftliche Wahrheit und eine Wirklichkeit, das ist aus Sicht der postmodernen Denker gewissermaßen schon wieder eine Art Machtspiel. Ja? Mhm. Also wer das für sich in Anspruch nimmt, ist in seinem Menschsein, in seinem elendiglichen Menschsein sozusagen gefangen. Ja? Mhm. Und man muss, also Wissenschaft geht mehr darum zu dekonstruieren, was für Machtmechanismen denn da wirklich am wandeln sind. Aber da sitzen diese Leute doch jetzt eigentlich in der Falle, ne? Weil diese Konstrukte, die sie da aufbauen, die sie durchsetzen wollen, die werden ja permanent torpediert von allen Medien, die nicht gerade zensiert sind, ne? Also das wird hinterfragt, das wird Fragen gestellt überall und dann diskutieren die Leute drüber und die versuchen dann alles auszublenden und zu sagen, nein, es ist doch so, wie wir es sagen, guck doch mal und die Wissenschaftler sind auf unserer Seite und die weinen ja schon bald. Ja, ja, das ist, also da kommen wir vielleicht gleich noch zu, was die Wissenschaft heutzutage plötzlich wieder für eine Rolle spielt, also dieser Begriff die Wissenschaft, ja, also ja, die eine Wissenschaft, das ist eigentlich komplett systemfremd. Darum ist das sehr, also fast schon lächerlich, ja, wie diese Leute das machen. Aber nochmal, ganz generell ist dieser Poststrukturalismus oder die Postmoderne ja kein Unfug, kein Irrsinn, kein Blödsinn, sondern das ist schon ein sehr, sehr interessantes und anspruchsvolles Konstrukt zu sagen, wie sind unsere Erkenntnismöglichkeiten sozusagen von unseren individuellen zeitgebundenen Wahrnehmungen geleitet, ja, und wie sind wir da gewissermaßen auch in einem, in sozialen Konstrukten oder Abbildungen von einer gedachten Realität gefangen. Ja? Naja. Das will ich gar nicht, also das wäre auch wirklich vermessen von mir, das gewissermaßen lächerlich zu machen. Was mein Grundproblem ist, dass sich eben an den amerikanischen Colleges oder Universitäten eine sich selbstständig gemacht habende Unkultur dieses Postmodernismus entwickelt hat. Ja? Also da sind ja dann entstanden so Wissenschaftszweige wie Postcolonial Studies, also postkoloniale Studien, so gibt es auch in Deutschland. Es gibt inzwischen die dritte Welle des Feminismus, ja, die eigentlich vor allem sich den Transgender-Menschen widmet und gewissermaßen den wirklichen Gleichberechtigungsansprüchen von Frauen schon fast hohn spricht. Und natürlich alle möglichen, also natürlich auch die Befreiung der Homosexuellen in allen Variationen, bis hin zu einem Intersektionalismus, nennt man das heute. Also da sammeln sich gewissermaßen Minderheiten, Merkmale in Personen, also Schwule, Farbige oder People of Color, womöglich noch Frauen, die haben dann, Intersektionalismus kommt wirklich von der Intersection, also von der Kreuzung, ja, da kreuzen sich alle diese Minderheitenrechte und es wird halt gewissermaßen als unausgesprochene Basis zugrunde gelegt, dass die normale, ich sag mal in den westlichen Gesellschaften mehrheitlich weiße, in den USA kann man wirklich sagen, nur knapp mehrheitlicherweise. In Deutschland oder Europa muss man schon sagen, dass die autochthone Gesellschaft in den Ländern natürlich ganz überwiegend weiß ist. Ja. Und dass da dann die Minderheiten auch teilweise wirklich zu ganz, ganz kleinen Gruppen werden. Ja. Aber alles, was gewissermaßen die Mehrheit macht, ist eben von
Machtstrukturen und Autoritätsstrukturen, Unterdrückungsstrukturen geprägt. Und so muss man gewissermaßen gesellschaftspolitisch nur noch darauf schauen, dass diese Minderheiten geschont und gleichberechtigt werden, respektiert werden. Das ist ein großes Spiel angenommener Machtverhältnisse, was einen ganz, ganz letztlich bösartigen Blick auf den Menschen zu eigen. Es ist auch ein stark reduziertes Bild auf den Menschen, weil ich komme ja nun aus der Programmierung und das, was ich hier sehe, das hat tatsächlich stark mit Digitalisierung zu tun, weil ich den Menschen dann als Objekt modelliere und ihnen dann Eigenschaften zuordne. Und es liegt jetzt also im Auge des Programmierers, welche Eigenschaften denn zum Menschen gehören und welche nicht. Und das heißt, es gibt da einen Modellierer, der dieses Modell pflegt. Ja? So, in Wirklichkeit sind wir alle ganz vielseitig und viel vielfältiger, als dieses reduzierte Modell es suggeriert. Ne? Auch die Regenbogenfahne hat ja nur 6 Streifen oder so. Das könnten ja auch 66 sein oder weiß der Teufel wie viel. Ja? Es ist mir ganz egal, wie viel. Aber genau genommen gibt es da fließende Übergänge und es gibt eine enorme Vielfalt, die in diesen reduzierten Modellen überhaupt nicht abgebildet ist und wo ich nicht unterschreiben würde, dass es sich dabei um eine offene und tolerante Gesellschaft handelt, sondern es ist exakt das Gegenteil. Ja, es konzentriert sich eben, also einerseits heißt es, Diversität ist sozusagen das positive Merkmal des Menschen, aber Diversität bezieht sich eigentlich dann doch nur auf sexuelle Orientierung und Hautfarbe. Also kreuz mal an, wo du dich wiederfindest, Ja, also die gewissermaßen Befreiung sexueller Kleinstminderheiten gewissermaßen ist das ganz große prägende Thema seit den 70er Jahren gewissermaßen, wird aber bis heute gewissermaßen weiter als Sau durchs Dorf getrieben. Man kann sich auf gar nichts anderes konzentrieren, bis auf die letztlich mit Verlaub rassistische Idee, dass man gewissermaßen People of Color, also Minderheiten, so einen Respekt zollen muss, dass sie sozusagen eigentlich wie edlere Menschen, hochwohlgeborene Menschen zu behandeln sind. Was machen wir denn mit denen, wenn die Kartoffel zu uns sagen? Ja, da, um Gottes Willen. Ja, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Es gibt ja keinen anti-weißen Rassismus. Nein, das sind auch so Übersetzungen. Unmöglich. Und eine der Hauptgruppen sozusagen dieser College-Universitätsbewegungen, die da über uns gekommen sind, und jetzt ja im Übrigen aus den USA zu uns zurückkehren. Ja? Also sie kamen nicht von uns, sondern sie kamen aus Frankreich, aber haben sich dort zu einem Monster entwickelt und kommen jetzt zurück, aber mit Macht. Das Problem ist, finde ich, auch ein bisschen, dass die Deutschen ja ohnehin, wenn sie etwas machen, dann machen sie es auch richtig. Ja? Darum werden diese Debatten hier auch sehr unversöhnlich, sehr hart geführt. Ja? Und es geht halt immer nur um diese Schlüsselthemen. Und der Antirassismus, was gewissermaßen die Ursprungsbewegung war, was ein bisschen was mit der Bürgerrechtsbewegung in den USA zu tun hatte, die gerade sicher absolut überragend gute Ergebnisse brachte für diese Gesellschaft. Die amerikanische Gesellschaft war wirklich mal rassistisch. Ja? Also da verband sich ein sehr kluger und sehr gesellschaftsförderlicher Gedanke eben mit diesem negativen Menschenbild des autoritativen Menschen von Geburt an. Und da gibt es dann eben heutzutage Zuspitzungen, die gewissermaßen überhaupt keine rationale Grundlage mehr haben. Also zum Beispiel die Kernaussage von den Anti-Racism-Gelehrten ist: Alle Weiße, was auch immer das sein mag, sind rassistisch. Ja? Jeder Antirassismus bei einem Weißen muss deshalb beginnen mit der Erkenntnis, dass man selbst rassistisch ist. Also ohne diese erste Erkenntnis des Weißen, sich für rassistisch zu erklären, kann er gar nicht gewissermaßen aus seinem Rassismus raus. Das ist so ein, wie heißt sie, Robin DiAngelo. Aber da gibt es auch noch weitere sehr berühmte
philosophische Aktivisten oder aktivistische Soziologen, ich weiß nicht, wie man die nennen mag. Das sind aber wirklich Kapriolen, die ohne den, diese relativ grundlegenden Erkenntnisse von den Poststrukturalisten oder eben Postmodernen gar nicht mehr begreifbar sind, wie man sich so unfassbar verrennen. Ja, das würde ich mal unterstreichen, aber ganz schwer, auch aus der Sicht des Programmierers. Rassismus ist tatsächlich nur eine Untergruppe von Menschenfeindlichkeit. Ja? So, wenn ich gegen Menschenfeindlichkeit vorgehen möchte und dann speziell mir nur den Rassismus rausgreife, dann mache ich schon was falsch. Ja? Weil es gibt so viele Spielarten, was Menschen einander antun, die werden dabei doch alle vernachlässigt, wenn ich immer nur ein Ding der Öffentlichkeit präsentiere. Da muss ich jetzt sozusagen ein bisschen reingrätschen. Also mich befremdet der Begriff der Menschenfeindlichkeit schon seit Jahren. Ja? Also alle politischen Aktivisten werfen irgendwelchen ihrer geistigen Gegner, also insbesondere Konservativen, gern Menschenfeindlichkeit vor. Was soll denn das sein? Ich habe es doch gerade erlebt von der Senatsverwaltung. Ja, ja, natürlich. Ich meine, ich habe es auch als kleiner Junge schon in meinem Dorf erlebt. Ja. Also der Kleinkrieg zwischen Groß- und Kleinwittensee. Ja, dass Menschen untereinander Feindlichkeiten pflegen. Genau. Aber es wird an mir wirklich vorgeworfen, man sei menschenfeindlich. Man habe sozusagen etwas gegen Menschen. Also ganze Menschengruppen, weil sie Menschen sind. Ja? Und das ist natürlich ein Nonsensbegriff, mit Verlaub. Ja, ja, also da sieht man schon mal an dieser kleinen Diskussion, man kann selbst einzelne Wörter ganz anders begreifen. Ne? Genau. Das ist ja gewissermaßen ohnehin der Backbone der Postmoderne. Ja. Ludwig Wittgensteins Sprachtheorien, ja, also diese berühmten Sprachspiele. Man kann sich mit Sprache fast nicht ausdrücken, weil man immer in irgendwelchen Denkumgebungen gefangen ist und man muss erstmal als allererstes die Begrifflichkeiten klären. Und die ändern sich dann auch noch ständig. Und die ändern sich und die werden eben auch mit solchen Metanarrativen geformt. Ja? Und zu den Metanarrativen jeder sprachlichen Ausdrucksweise gehört halt eben vor allem die Machtstrukturen, der Rassismus, der strukturelle Rassismus, der strukturelle Antifeminismus, struktureller Homophobie oder überhaupt alle möglichen Phobien gegenüber sexuellen Minderheiten. Das sind alles für mich wirklich wahnhafte Konstrukte. Ja. Phobie ist eine Angststörung, ja, eine Angst. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der homophob ist, der Angst vor Homosexuellen hat. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass unsere Gesellschaften der Gegenwart, es gab sicher solche Probleme, ja, aber wir sind so Minderheiten respektierend und so offen und liberal inzwischen, dass das gewissermaßen totale Nebenkriegsschauplätze sind. Es ist auch schwer, es uns anzugreifen. Ne? Wenn die Antifa zum Beispiel dann mit ihren Stickern All Cops are Bastards irgendwo hinten kleben, dann denke ich doch, sieht doch jeder auf den ersten Blick, wer hier menschenfeindlich ist. Weil erstmal geht es gegen Polizisten und dann auch noch gegen die Bastarde, die gar nichts dafür können, dass sie welche sind, ja? die wirklich nichts dafür können. Wie kommt man auf so einen Spruch? Auch das, würde ich sagen, ist Menschenfeindlichkeit. Ja, das kann man so sehen. Man kann auch Menschenfeindlichkeit so definieren, dass diejenigen, die ja tatsächlich Macht über andere Menschen haben, ja, das sind Politik und Medien oder meinetwegen auch irgendwelche Eliten, dass die in ihrer kampfartigen Orientierung auf den Schutz von Minderheiten ja vor allem Unterdrückung gegenüber sozusagen Mehrheiten oder den Angehörigen der nicht zu den Minderheiten gehörenden, also nicht geschützten Volksgruppen sind. Ja? Also das heißt, eine politische Minderheit, also eine Meinungsminderheit, wird in keiner Weise als Minderheit respektiert, sondern auf sie wird eingedroschen mit unfassbaren Vorwürfen, eben zum Beispiel dem Vorwurf der Menschenfeindlichkeit, den die aber nicht haben, sondern die haben gewissermaßen einfach nur eine etwas ausdifferenziertere Vorstellung von Vielseitigkeit. Mhm. Ja? Die sind im besten Sinne
dadurch antirassistisch, dass sie gewissermaßen sagen, ich bin farbenblind. Natürlich hat die Hautfarbe nichts mit damit zu tun, ob, wie man Menschen zu begegnen hat, wie man sie wertschätzen soll und was sie sozusagen für Fähigkeiten und Bereicherungsmöglichkeiten. Zu dem Thema habe ich auch immer ein bisschen das Gefühl, dass viele Sachen auch einfach eins zu eins aus USA hier rüber transportiert werden, also obwohl die hier überhaupt nichts zu suchen haben. Ne? Also ja, die Probleme in den USA auf Deutschland projiziert oder so, das ist Quatsch, ja. Also ich glaube in der Tat, dass es in Deutschland schon seit Jahrzehnten nicht mehr das gibt, was man Rassismus nennt. Ja. Ich glaube wirklich, dass die Nachkriegszeit in der Gesamtgesellschaft eine Normalität und Grundhaltung entwickelt hat, die in diesem besten Sinne farbenblind ist. Ja, also wir sind offen, wie gesagt, die sogenannten Gastarbeiter haben ja auch eine große Diversität gewissermaßen in die physische das äußere Erscheinungsbild gebracht. Ja. Die Deutschen haben keinen Rassismus. Ja, wir sind ja heute auch in der dritten Generation oder sowas. Ja, wir waren auch kein Kolonialland. Wir haben auch keine Sklaven gehabt. Die Geschichte der Schwarzen, der African Americans sozusagen in den USA ist natürlich auch eine Geschichte des Rassismus. Ja. Ja. Aber Sklaverei ist wiederum kein Rassismusproblem. Also das kann man weder hin noch her sagen. Ja. Ja. Sklaverei gab es in vielen Erscheinungsformen und hatte mit der Hautfarbe eigentlich nichts Prinzipielles zu tun. Nur damals gab es halt, es gab immer Sklaven und damals gab es Sklaven, insbesondere in den afrikanischen Ländern. Und aber daraus, durch die aus der klaren Zuordnung der Hautfarbe zum Sklavenstatus gewissermaßen, ist dann ein spezifisch amerikanischer Rassismus geworden, der aber auch, glaube ich, sehr, sehr weit fortgeschritten in der Lösung ist. Ich glaube nicht wirklich, es mag immer noch irgendwo Rassisten geben, aber ich glaube nicht, dass die USA noch eine strukturell rassistische Gesellschaft sind. Das waren die Deutschen aber auch nie. Das kann man wirklich so sagen. Nee, also wir haben ja auch eine lange Geschichte der Migration, auch hier in Berlin. Ja, ja, wer ist hier nicht alles schon hergekommen und einfach aufgesogen worden? Ja, genau. Ja, also das hatte höchstens gewissermaßen die Aufmerksamkeit des Exotismus für sich, ja, aber es war kein gesellschaftliches, hierarchisches Thema. Nee. Ja. Also ich frühstücke ja oft in so einem türkischen Café da in Moabit und da sitzen um mich herum viele Menschen mit verschiedenen Sprachen und verschiedenen Aussehen und das macht auch alles überhaupt gar keine Probleme. Und letztens war es sogar besonders witzig, da kam dann da so ein Motorradfahrer an und so und denkt man, oh, alter weißer Mann, ja, einen Helm ab, setzt sich dahin, erzählt da seine Geschichte, richtig auf Berlinerisch und so weiter und so weiter. Und irgendwann, da saßen ein paar junge türkische Frauen neben uns, da macht er sich lustig über alte Türken, ne? Aber warum konnte er das plötzlich auf Türkisch und dann auch noch die entsprechenden Tanzbewegungen dazu machen? Das sagt er, ja, mein Vater ist Türke. Da bin ich fast vom Stuhl gefallen, sage ich. Also wenn das jetzt einer gefilmt hätte, ja, was der da macht, dann hätte er gesagt, boah, böser Rassist. Ja. Aber wenn er gewartet hätte bis zur Auflösung, dann hätten wir uns alle auf den Boden gekringelt. Also die Mädels da nebenan, oder die jungen Frauen nebenan, na, mal ganz nett, die haben sich richtig kaputt gelacht. Die haben sich echt befiffen, weil es so klasse war und so auf den Punkt gebracht. Also der hätte in einer türkischen Vorstellung da einen Witzbold abgeben können. Ein grandios gescheitertes Vorurteil gewissermaßen. Ja. Ja. Also die einzige phänotypisch, das war das Wort, was ich vorhin gesucht habe, die einzige phänotypisch begründete Vorurteil oder Boshaftigkeit gegenüber Menschen ist eben die, was der Weiße doch für grauenhafte, rassistische Grundtendenzen gewissermaßen eingebaut hat. Ja. Das ist im Grunde genommen eine rassistische Problematik, ja, finde ich auch. Dass der Weiße irgendwie gegen phänotypisch andere, also People of Color, ja, irgendwie böse ist. Na, warum sollte das sein? Zeig mir doch mal einen. Aber das wird uns eben, und das kommt so, wie Sie ganz richtig sagen, das kommt eins zu eins
wird uns das übergestülpt aus den USA, weil dort eben The Theory gewissermaßen das als die Leitmaxime fürs Verstehen von Gesellschaften geprägt hat. Ja? Wie kann das denn sein, dass diese amerikanischen Denkfabriken so einen Einfluss hier haben auf uns? Also müsste doch nicht so sein, die, oder? Über die Frage habe ich noch nicht so richtig nachgedacht. Also das ist schon, also es gibt eine amerikanische Epoche, die wahrscheinlich zu Ende geht, deren Backbone wiederum oder Basis gewissermaßen schon auch die amerikanischen Universitäten waren. Wissenschaft, Forschung und natürlich auch wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft sind in den USA zu Hause gewesen, jedenfalls in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ja. Ich glaube, auch die fallen jetzt langsam zurück. Das amerikanische Jahrhundert, viel mehr ist es, glaube ich, nicht. Naja, vielleicht wird es noch ein bisschen länger sein als ein Jahrhundert, neigt sich dem Ende zu. Und man könnte es auch ein bisschen als eine degenerative Erscheinung wahrnehmen, dass man sagt, und ganz zum Schluss wird dann an diesen Universitäten nur noch dieser Kokolorus gewissermaßen geprägt und ausentwickelt. Ja? Das ist natürlich auch irgendwie eine Ablenkung, ne? Weil man amerikanische Straßen schaut und sieht, was man dort sieht. Ja? Da braucht man ja bloß eine Kamera drauf richten und das einem Afrikaner zeigen. Dann wissen die Afrikaner, wo sie heute ihre Entwicklungsländer finden. Ne? Also nicht mehr in Afrika, sondern über einen großen Teich in den USA. Ja, ich glaube, Ablenkung ist schon auch, also es ist natürlich ein politisches Machtspiel, überhaupt keine Frage. Ja. Es gibt große politische Grundprobleme des Westens, die offensichtlich nicht mehr bewältigt werden können von den handelnden Akteuren, also der Politik, wie man immer so schön sagt. Und da kann man dann lieber sich gewissermaßen in symbolischen gesellschaftspolitischen Debatten ergehen und gewissermaßen ganz andere, eigentlich ja Nebenkriegsschauplätze aufmachen von gesellschaftlicher Unterdrückung, Machtausübung. Diese Politiker merken selbst kaum, dass sie die einzigen sind, die in diesen autoritären Strukturen immer denken, also wirklich Macht ausüben über die Menschen und dass sie vor allem gewissermaßen die fundamentale Kritik, die sie dazu zugrunde legen, gegen die Mehrheitsgesellschaften in diesen Ländern, also gegen die überwältigende Mehrheit richten. Das heißt, sie haben ein sehr, sehr negatives, boshaftes Menschenbild, ja, und gelangen auf diese Weise auch dazu, dass sie eigentlich immer gewissermaßen den normalen Menschen umerziehen wollen. Ja. Ja. Also es ist alles eine große Umerziehung, wenn man diesen Grundgedanken, dass der normale Mensch eben in Machtstrukturen denkt und als Unterdrücker unterwegs ist, mal auf die großen Straßen in Los Angeles oder San Francisco anwendet, ist das sehr befremdlich. Was da sozusagen als Obdachloser haust, das sind nicht machtbesessene Menschen, sondern da ist auch die gesamte Gesellschaft widergespiegelt. Ja. Das ist keine People of Color Verwahrlosung, sondern das sind alle Gesellschaftsschichten. Ja. Da sind wir letztendlich quasi da, wo wir sagen können, wer den Diskurs bestimmt, ist an der Macht, oder? Weil wenn die jetzt einfach nur sagen, da müsst ihr hingucken und das ist jetzt egal, und aber sagt ihr jetzt bitte nicht, dann haben wir uns aber auch ganz weit entfernt von den Franzosen, die eigentlich genau das Gegenteil eigentlich im Kopf haben. Nein, haben wir nicht. Nein, die wollten noch nicht verengen, die wollten doch quasi aber erweitern. Wenn Sie sagen, wer den Diskurs bestimmt, die Diskurshoheit hat, der herrscht. Ja. Und das ist natürlich genau der Kerngedanke von diesen drei Franzosen, die ich vorhin gesagt habe. Das sind die Metanarrative. Ja? Wer die großen Erzählungen für die Menschheit liefert, dass die Menschheit nämlich unter Rassismus und Menschenverachtung und Minderheitenunterdrückung leidet gewissermaßen als Grundmotiv, oder das andere große Metanarrativ, was man heute mal erwähnen muss, ist die Klimawandel-These, sage ich mal. Ja. Also gewissermaßen das große Thema aller Menschen auf Erden, das soll der Klimawandel sein und die katastrophale gewissermaßen Verschlechterung dieses statistischen Wertes. Mir ist tatsächlich noch ein weiteres Ding bei der Gelegenheit aufgefallen, nämlich
einfach unser Fortschrittsglaube ist auch nur ein Narrativ. Ja, also immer nur zu sagen, es muss vorwärts gehen und wir brauchen etwas Neues und so weiter. Das, ich meine, das ist ja schon ein bisschen irritierend, ne? Wenn man, ich sag mal, so als ich als kleiner Junge beim auf dem Hof meines Opas und Äpfel ernten, Schweine füttern, Hühner mal gucken und Oma mal helfen beim Gemüseputzen und so. Und dann sagt einer jetzt, jetzt kommt der Fortschritt. Wo soll denn der sein? Ja, also ich meine, das möchte ich natürlich, dass meine Enkel das auch noch gerne mal machen, aber stattdessen sitzen die jetzt irgendwie mit einer Playstation dann wahrscheinlich demnächst in der Bude und freuen sich dann auf ihre ersten Drogen, die sie sich reinpfeifen können, Zigarette oder Alkohol oder Schlimmeres. Ne? Also ich grätsche jetzt schon wieder ganz schrecklich rein, weil das haben nun wirklich die Poststrukturalisten gesagt, dieser Fortschrittsglaube sei ja ein Irrsinn, ein unsinniger Gedanke, ein fehlgeleitetes Konstrukt. Ich glaube, dass der Fortschrittsgedanke eigentlich ohne jede Frage der Grundgedanke der Menschheit ist. Weil die ganze Menschheit ist darauf gerichtet, sozusagen ihre Lebensverhältnisse zu verbessern. Und das nennt man Fortschritt. Ja? Es gibt ein wunderbares Buch, deren Autoren ich jetzt nicht abrufen kann, aber das heißt nicht Factuality, so ähnlich. Vielleicht komme ich noch drauf. Da beschreibt ein schwedischer Arzt mit seinem Schwiegersohn, glaube ich, der sehr lange für die Gesundheitsorganisation, Weltgesundheitsorganisation, überhaupt die Entwicklungsarbeit sozusagen in der Welt tätig war, was die letzten 70 Jahre der Menschheit für einen unfassbaren Fortschritt gebracht haben. Ja, aber natürlich auch mit Abstrichen. Westen gewisser, ja, das mag sein mit Abstrichen, aber nein, der sieht das ja alles ganz kritisch. Das ist natürlich ein linken politischen Zusammenhängen denkender Mensch, aber der kommt halt eben trotzdem zu dem Ergebnis, diese Fortschrittsmüdigkeit des Westens ist Leiden auf befremdlich hohem Niveau. Ja. Dem stimme ich ja zu. In Wirklichkeit haben wir in den anderen Kontinenten, ja auch wir im Westen haben da sehr viel beigetragen zu, also jedenfalls in den ersten Jahrzehnten, eine unfassbar positive Menschheitsentwicklung sozusagen angestoßen. Und das ist Fortschritt. Wie wäre es, wenn man mal Vertrauen, Vertrauen in technischen Fortschritt zum Beispiel, ist eben Vertrauen in Wissenschaftlichkeit. Ja, ich bin ja Ingenieur geworden, weil ich schon weiß, dass man da was machen kann, um Dinge effizienter zu gestalten. Das ist völlig klar. Man kann sich Zeit sparen. Ist ja auch schöner. Kann man mit Oma länger Dame und Mühle spielen oder so. Aber ich sag mal, jetzt habe ich den Gedanken verloren. Wir haben uns auch in manchen Sachen einfach verzettelt. Wenn man jetzt zum Beispiel dann diese Monokulturen anguckt, mit denen irgendwas angebaut wurden, da war ja irgendwann mal Ende. Ich bin ja auf dem Land groß geworden, wo sie Knicks hatten, die dann die wegfliegende Erde auffingen, die man dann wieder unterpflügen konnte. Wo ich dann sehe, das war eigentlich ein nachhaltiges Konzept, so wie man heute denkt. Aber wenn ich jetzt so nach sozialistischem Muster einfach kilometerweit alles platt mache, das dann beliebig umflüge, ohne Knicks dazwischen, ohne Rücksicht auf Verluste. Das kann ich mal 3 Jahre machen, aber dann ist mein Mutterboden weggeflogen, dann ist er nicht mehr da. Und das kann ich nicht mal Fortschritt nennen. Das ist sicher so, dass Fortschritt sozusagen Fehlentwicklungen auch produziert. Ja. Aber ich glaube, nur kritischer Rationalismus führt dazu, dass man das als Fehlentwicklung erkennt und sozusagen Kurskorrekturen vornimmt. Ja. In dem Denksystem der Postmoderne sind Kurskorrekturen gewissermaßen nicht mehr vorgesehen. Denn wir haben uns darauf eingerichtet, dass gewissermaßen die neuen von irgendwelchen Eliten inszenierten Metanarrative, ja, die großen Erzählungen, gewissermaßen nicht mehr auf Wirklichkeitskompatibilität untersucht werden dürfen, sondern die leben von Dogmen. Ja? Das ist überhaupt ein ganz wichtiger Gedanke, den man bei dem Postmodernen nochmal, also diesem woken Postmodernismus gewissermaßen, der Theory, wie die Amerikaner das inzwischen kritisch nennen, was man nochmal dazu sagen muss. Wir sind ja in all diesen Problemlösungszusammenhängen sozusagen von der Kultur abgekommen,
zu sagen, was wir müssen dem Problem auf den Grund gehen. Was ist die Ursache des Problems? Was geht oder welche Maßnahmen funktionieren, welche funktionieren nicht? Mhm. Dazu braucht es normalerweise im aufgeklärten Denken einen möglich breit aufgestellten Diskurs, eben einer offenen Gesellschaft, die dann sich auseinandersetzt mit unterschiedlichen Ansätzen, Auffassungen, Meinungen und dann mit großem Menschenvertrauen ganz sicher ist, dass dieser breit aufgestellte Diskurs zu einem guten Ergebnis führen wird. Ja. Ja? Also über kurz oder lang geht die Menschheit bei allen Fehlentwicklungen in die richtige Richtung. Der postmoderne Denker will gewissermaßen in der ersten logischen Sekunde den richtigen Ansatz erkennen. Die sprechen dann auch immer von Werten und vor allem von Moral. Es werden als gewissermaßen, das muss ich jetzt noch zu Ende sagen, kurz, es werden gewissermaßen die gleichen Denkfiguren oder Nicht-Denkfiguren, könnte man auch sagen, wie in der voraufklärerischen Zeit. Damals hat dann sozusagen die Kirche Dogmen aufgestellt. Die weltliche Herrschaft war von Gottes Gnaden. Keiner durfte hinterfragen, gewissermaßen die großen moralischen, also nicht rational begründeten, sondern bedingungslos geltenden moralischen Setzungen, die durfte man nicht hinterfragen. Ja? Dann konnte man sich nur in deren Rahmen bewegen. Und so sind die Diskussionen heute auch wieder. Ja? Der Erste, der gewissermaßen das Thema anspricht, der setzt das Dogma und dann darf man nicht mehr über die richtige Richtung diskutieren. Also das, was wir noch gar nicht in dem Zusammenhang angesprochen haben, ist, dass diese neuen Narrative, die so über uns kommen, ja gleichzeitig auch immer Geschäftsmodelle sind, mit denen man irrsinnig Kohle machen kann. Ja, ja, ohne diesen Aspekt wären die doch mit all ihren Geschichten einfach nur gegen die Wand gerannt. Ja, also dann hätten sie keine Mitstreiter gehabt, die da mitgezogen hätten und gesagt, oh, mit Windrädern kann ich Geld verdienen oder mit Medikamenten kann ich Geld verdienen oder mit CO2-Entsorgung hier kann ich Geld verdienen. Ja. Und das heißt, jedes Mal ist irgendwie ein unsichtbarer Feind da, den man bekämpfen muss. Jedes Mal zahlt der Steuerzahler und jedes Mal werden irgendwie Leute damit unglaublich reich. Genau. Und man macht dann eben Denkoperationen, die reichlich künstlich sind. Ja. Also einerseits sind das ganz interessengeleitete Ideen. Ja. Also was als grüne Politikkultur sozusagen sich entwickelt hat, sind auch nur gute Kaufleute gewissermaßen, die bestimmte, also Solaranlagen ist von Anfang an ein Zuschussgeschäft gewesen, hochsubventioniert, aber eben eine Weltanschauung gewissermaßen, ein Dogma, was nicht hinterfragt wird. Erneuerbare Energien ist ein lustiger Begriff, der aber gar keinen Inhalt hat. Nein, Unsinn ist. Kann ich auch einfach noch mal kurz bestätigen, Energien können immer nur gewandelt werden. Ja, klar. Von einer Form in die andere. Aber trotzdem hat sich das als Begriff, und das darf man auch nicht in Frage stellen, erneuerbare Energien sind bessere Energien, gut und böse. Es muss alles immer in gut und böse unterteilt werden. Ja. Ja? Und zwar vom ersten Moment. Hm. Wer im ersten Moment die Setzung macht, erneuerbare Energien gut, Atomstrom böse, der setzt sozusagen das Dogma und wer dann dagegen spricht, der ist einfach per se böse. Das ist dann schon von gestern auf jeden Fall. Ne? So Umweltschutz von gestern, nicht, Klimaschutz aktuell, aber sowas. Auch nur, weil er gegen das herrschende Narrativ gewissermaßen verstößt. Ja? Es verstößt aber niemand gegen irgendwelche Nachhaltigkeitsprinzipien, wenn er sich die Taschen vollpackt mit staatlichen Subventionen. Das ist erstaunlich, okay, weil das ist das Gute. Da folgt man dem Guten. Vor allen Dingen, was auch sehr auffällig ist, diese ganzen Sachen, die jetzt alle nachhaltig sein sollen, die werden in einer rasanten Abfolge immer wieder neu durchs Dorf getrieben. Ne? Immer kommt ein neues Auto, zuerst kam der sparsame Diesel, dann kam irgendwie das Elektroauto, als nächstes kommt das Wasserstoffauto, demnächst können die Dinger fliegen, was weiß ich, und das im Dreijahrestakt oder so. Und das soll dann immer nachhaltiger sein. Dann fragt man sich doch, wo bleiben denn die alten Kisten? Früher hat man so ein Ding einfach aufgefahren bis ans Lebensende. Und wenn man dann weiß, dass ein Auto in der Produktion bereits einen Großteil der Energie verbraucht, die es über seine ganze Lebenszeit verbraucht, dann müsste man tatsächlich die Produktion dieser Kisten vermeiden, um das überhaupt nachhaltig nennen zu können. Ne?
Das ist so wie mein Opa, der so einen Wischlappen für den Boden dann nach ein paar Jahren noch hatte, da waren bloß noch ein paar Fransen über. Das ist nachhaltig. Ne? Ja. Und nicht immer alles neu kaufen. Aber im politischen Diskurs sozusagen herrscht dann halt eben vor allem Noten verteilen, bewerten, verurteilen von Menschen, die nicht den Guten folgen. Ja? Wer das nicht vorbehaltlos unterstützt, beziehungsweise sich dem großen Chor anschließt, der gewissermaßen dem Grunddogma huldigt, ja, der ist gleich böse. Ja? Und da soll mir dann noch ein solcher, geistesgeschichtlich geschult, kann man ja nicht sagen, aber ein solcher in der Mehrheitsfraktion denkender sagen, dass er etwas gegen Unterdrückung tue. Ja, ja. Er unterdrückt gewissermaßen die Andersmeinenden. Die geistige Unabhängigkeit. Die geistige Unabhängigkeit. Ja. Ja. Querdenker ist ein bösartiger Framing-Begriff. Im multipolaren Diskurs, also im breit angelegten popperschen Diskurs der offenen Gesellschaft, war der Querdenker natürlich einer der wertvollsten. Ausgeschlossen. Ja? Weil der mal so ganz anders an die Dinge heranging. Toll. Ich denke. Ja? Von dem kam richtig was. Von dem konnte eine Debatte ausgehen, die einen wirklich voranbrachte. Das ist heute was ganz, ganz Böses, weil man gefälligst im Chor in der hinteren Reihe stehen muss und das Loblied singen. Ja. Ja? Und dann auch von mir jeden Tag ein neuer Gedanke in einem neuen Video. Ja, genau. Neue Gedanken sind gewissermaßen falsch, sind böse. Ja. Neue Gedanken sind böse. Das ist gewissermaßen das Erbe der französischen Poststrukturalisten, ja, die immer nur in Narrativen, die eine Elite prägt, okay, und die von Autorität und letztlich auch Menschenverachtung geleitet ist. Dann wäre es also korrekt, die Schulverwaltung hier in Berlin umzubenennen in Erziehungsverwaltung oder sowas. Wahrscheinlich ja. Also offenbar. Haben die sich aufgeregt, ne? Dass ich sowas sage, dann so. Ja. Oder Erziehungsministerium meinetwegen, ja. Also ich muss jetzt noch ein aktuelles, das ist mir heute in die Finger gefallen. Ich habe nicht irgendwie an unser Gespräch dabei gedacht, sondern ich las nur diesen Artikel. Das sind zwei Tweets von einer recht bekannten Frau, diesen Namen sage ich anschließend. Es geht um die Frage, ob man im Diskurs überhaupt noch dem Anspruch folgt, tatsächliche Lösungen für reale Probleme zu finden oder eben gefühlte Wirklichkeiten aufbaut, zu denen die eigene Programmatik passt. Wow, welch ein kritischer, kluger Satz, der genau dieses postmoderne Grundproblem anspricht. Ja, aber dann kommt ja die Frage, was kommt will. Dann kommt der zweite Tweet. Diese Form der populistischen Klimarhetorik, es geht um Klima in dem Artikel, die immer offensiver gefühlte Wirklichkeiten schafft, statt wenigstens dem Anspruch zu folgen, auf physikalische Wirklichkeiten einzugehen, vergiftet. Ja? Hm. Das sind genau die Erkenntnisse, die man mit so einer kritischen Herangehensweise an die hegemoniale postmoderne Denkweise bewirken möchte. Ja? Mhm. Aber sie stammen von jemandem, von dem man nicht glauben würde, dass sie das so kritisch sehen kann. Zumindest mal für zwei kleine Tweets. Wahrscheinlich hat sie irgendein Buch gelesen. Es ist Luise Neubauer, die das geschrieben hat. Habe ich ihr auch nicht zugetraut. Also, hätte ich ihr A nicht zugetraut. Und B, aber hat sie ganz offensichtlich diese Gedanken, ja, dass sie eben gefühlte Wirklichkeiten, sprich Narrative, für gewichtige Wirklichkeiten hält, ja, und gewissermaßen selbst ab und zu vermisst, dass es auch noch physikalische Wirklichkeiten geben könnte, die Probleme machen bei der gefühlten Wirklichkeit. Das war ja tatsächlich in meinen schulischen Auseinandersetzungen vor Corona das Thema. Klima hatte ich auch schon am Wickel, eine Webseite geschrieben, die heißt gretaliegtfalsch.de. Ist auch immer noch online, so 100 Seiten. Und da standen halt auch ganz viele Gedanken und Fragen, mit denen man sich hätte beschäftigen können. Aber ich habe einfach nur
gefühlte Wirklichkeiten entgegengeworfen bekommen. Niemand, der sich mit mir zu Sachthemen unterhalten wollte, und ich habe mich da einfach nur gewundert. Ne? Aber ist ja klar, ich bin ja absolut von gestern, weil ich eben nicht den Narrativen folge, sondern meinen freien eigenen Gedanken an der Stelle. Eben. Und weil Sie offensichtlich davon ausgehen, dass es eine Wirklichkeit gibt, die man erst noch weiter explorieren muss, sozusagen freilegen muss, sich ihr annähern muss. Ich wollte gerne noch zurückkommen auf dieses Thema von vorhin, die Wissenschaft. Ja. Warum diese postmodernen Denker von die Wissenschaft dann plötzlich sprechen? Einerseits ist das natürlich beredt, ja, weil wer die Wissenschaft sagt, also gewissermaßen eine wissenschaftliche Meinung zitiert und sagt, so ist es, der hat nichts von Wissenschaftlichkeit begriffen. Genau. Ja? Weil Wissenschaftlichkeit ist sozusagen drei Schritt vor, zwei zurück, drei Schritt vor, zwei zurück und manchmal... Alles in Frage stellen immer. Und zwischendurch auch die berühmten kühnischen Paradigmen wechseln sozusagen. Also es ist alles geht wieder auf Anfang und wir haben unsere ganzen Modelle haben ganz grundlegende Probleme. Jetzt sind wir einen Riesenschritt weitergekommen, weil wir die Paradigmen ändern. Das ist also ein kakophonisches Konzert von Einzelmenschen, ja, die mit unfassbaren Erkenntnismöglichkeiten und Potenzial gewissermaßen der Wirklichkeit sich versuchen anzunähern. Ja. Wer dann die Wissenschaft sagt und gewissermaßen eine vertragliche Vereinbarung von Wissenschaftlern über die Wirklichkeit zugrunde legt, der hat halt gar nichts begriffen. Ja? Ja, der sieht, und das ist das eben das andere, das auch wiederum berete, der Postmodernist, der von die Wissenschaft spricht, der hat halt eben nur eine Unterfütterung seines Narrativs. Der meint die Regierungswissenschaft. Es gibt oder überhaupt keine Wissenschaft mehr. Oder eben die Wissenschaftler, die genau dem als Dogma eingeführten Narrativ folgen. Ja, wer da mitmacht, aus vielerlei Gründen, weil er Drittmittel einwerben kann auf diese Weise und vielleicht auch an den Universitäten nicht mehr, ansonsten nicht mehr mitspielen dürfte, wenn er sozusagen nicht das Dogma mitträgt, der ist sozusagen ein guter Wissenschaftler und der macht dann die Wissenschaft aus. Ja. Im Grunde genommen kann man schon an diesem Begriff die ganze Krux des woken Postmodernismus, würde ich es jetzt mal nennen, beschreiben oder dingfest machen. Gibt es Chancen, dass wir da mal wieder rauskommen aus diesem Quatsch? Ich glaube schon. Also jetzt sieht man ja gerade, jetzt mal als Beispiel bei der Klimawissenschaft, dass es ja eine große Erklärung von 1600 wirklichen Wissenschaftlern gibt, auch Nobelpreisträgern, also auch Atmosphärenphysikern oder Teilchenphysikern, die das unterschrieben haben, die jetzt gewissermaßen die Faxen dicker haben, beziehungsweise, wie sagt man, 70 ist die neue 60, also, das sagt man so, ja genau, also auch emeritierte Professoren haben noch ein wissenschaftliches, geistiges Leben nach der Beamtenposition. Ja? Darum werden da viele Protestanten noch erwachsen, ja, die sich dagegen stemmen. Das geht auch jetzt schon greifbar los. Ja? Mhm. Klimawissenschaft, was die angebliche Klimawissenschaft erklärt, ist in großen Teilen falsch. In großen Teilen falsch. Und das wird auch jetzt einfach, nachdem 30, 40 Jahre falsche Prognosen angestellt wurden, wird es immer deutlicher, dass irgendwann bricht das weg, weil kein Mensch mehr ihnen glaubt und die wirkliche Wissenschaft es nicht mehr nachvollziehen kann. Ich glaube auch, dass diese ganze strukturelle Rassismus-These sowohl in den USA als auch bei uns langsam den Leuten auf die Nerven geht. Und vor allem dieses Dogma, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße, das ist natürlich falsch. Und es wird inzwischen auch von breiten Teilen der Bevölkerung einfach als Unverschämtheit empfunden, dass man die Mehrheitsgesellschaft gewissermaßen täglich beleidigen kann. Also es bewegt sich langsam. Okay. Also es bewegt sich langsam, heißt jetzt, wir müssen auch zu einer neuen Sprache finden, nämlich nicht die Begrifflichkeiten dieser Leute aufnehmen, sondern dann wirklich wieder aufs Sachthema kommen und dann einfach mal sagen, sag mal, worum geht es dir jetzt wirklich? Kannst du das jetzt mal wirklich benennen? Ich möchte jetzt wirklich mal ein ehrliches Gespräch mit dir führen und nicht immer diese
Schlagworte hören, mit denen ich hier erschlagen werde. Also ich finde es zunehmend so, gut, die Corona-Zeit hat das auch sehr stark beschleunigt und nochmal deutlich gemacht, der Normalmensch, der ja nicht so denkt, der Normalmensch, der sehr wohl weiß, wie kompliziert die Dinge sind und wie vielschichtig die Probleme sind, ja, der müsste gewissermaßen im täglichen Diskurs, wie man so schön sagt, mehr den Mut haben, diesen anointed, also den Balsamierten oder den Gesalbten, die uns immer erklären, wie wir zu denken haben, einfach auch ein bisschen unwilliger zu begegnen. Mhm. Also auch mal zu sagen, so reden Sie nicht mit mir, was glauben Sie denn, wer genau. Sie sind? Ja, wir wissen doch alles, was die wirklichen Probleme sind. Das passt gut zu dem, was wir gerade so bemerken in der Öffentlichkeit. An allen Ecken und Kanten streiten sich die Leute plötzlich. Genau. Und das ist Hilfe! Das ist ja erstmal völlig ungewohnt und man will es auch gar nicht wirklich. Nee, also ich habe jetzt während der Corona-Zeit, da gab es natürlich dann so Grüppchen, die sich da zusammengefunden haben, wo sie sagten, oh, ist das ein tolles Team und jetzt fällt das plötzlich alles auseinander, weil wir plötzlich doch merken, wir haben alle ganz verschiedene Interessen und der eine, der will lieber Billard spielen, der nächste will irgendwo Fahrrad fahren und der nächste will lieber ein Bier trinken und der nächste will gar kein Bier trinken. Ich halte das trotzdem für das Grundproblem des Scheiterns des demokratischen Rechtsstaats in Deutschland in den letzten vielleicht 20, vielleicht sogar 30 Jahren. Ja. Zeit meines erwachsenen Lebens hatte ich immer das Gefühl, es kann doch nicht wahr sein, dass wenn Leute sich streiten, in der Politik insbesondere oder in unterschiedliche Auffassungen vertreten und das auch mit Werbe und Engagement tun, dann wird das gewissermaßen als Ungeheuerlichkeit empfunden. Ja, ja. Unappetitlichkeit, das darf doch nicht sein. Man darf nicht mal innerhalb einer politischen Partei streiten, man darf auch nicht mehr innerhalb einer Regierung unter verschiedenen Koalitionspartnern streiten. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wurde gewissermaßen seit Jahrzehnten das Dogma gesetzt, Einigkeit muss herrschen. Ja? Streitet euch nicht. Wer sich streitet, ist im Unrecht. Oder wer sich streitet, ist verwirrt oder bösartig. Die Streits gibt es nur noch in Talkshows. Das sind ja seit vielen Jahren keine Streits mehr. Da werden Leute fertig gemacht. Ja, genau. Gelegentlich wird mal einer sich vorgeknöpft und sozusagen zu vernichten versucht. Aber das hat nichts mit fruchtbarem Streit zu tun. Auch nicht mit offenen Diskurs. Ich würde mich sehr darauf freuen. Wir sind noch nicht so weit, ehrlich gesagt. Ja? Wenn man wirklich wieder Dampf ablassen kann und auch mal streiten kann, zünftig sozusagen, genau. Weil das ist der Moment, wo gewissermaßen die Gedanken in Bewegung kommen und sich was weiterentwickelt. Ja. Wir sind ja immer nur noch wir sammeln uns in Sackgassen und suchen uns irgendjemanden, der nicht in die Sackgasse rein will und den vernichten will. Und wir sind auch oft nur in Verteidigungspositionen, weil wir immer nur Angriffe von außen abwehren müssen. Ich meine, wie viel mehr hätte ich jetzt leisten können die letzten Jahre mit meiner Videoarbeit, wenn ich mich nicht permanent selbst immer rechtfertigen müsste für was ich tue. Ich möchte mich mit dem Thema beschäftigen, das mitteilen, was ich herausfinde, das mit anderen diskutieren und das ganz offen machen, ja, vor aller Augen, und das erfüllt mich mit Zufriedenheit, ja, das bin ich so einfach. Das gehört zu einer offenen Gesellschaft dazu, aber die wird mir aktuell verwehrt. Und eine wesentliche Voraussetzung für eine offenen Gesellschaft im popperschen Sinne ist eben, dass man auch den Andersmeinenden oder den vielleicht auch etwas merkwürdige Auffassungen vertretenden, also sozusagen ganz abwegigen Positionen, dass man denen immer noch den Respekt entgegenbringt, den jeder Mensch, der eine Meinung formulieren kann, verdient. Weil es könnte ja sein, dass diese kleine Mindermeinung, also im wissenschaftlichen Bereich ist das sozusagen eine banale Feststellung. Es gibt, glaube ich, diesen Albert Einstein-Spruch, der sagt, ich brauche doch nicht tausende Wissenschaftler, die mich widerlegen. Es reicht doch ein einziger, der Albert Einstein widerlegt. Ja? Und genauso müssen Menschen miteinander umgehen. Also, nur das ist übrigens respektvoll. Das ist sozusagen menschenfreundlich. Ja? Philanthrop. Also meine besten Freunde habe ich immer dann gefunden, wenn ich tatsächlich jemanden gefunden hatte, der mir richtig
also immer eins mitgegeben hat, so sagte, nee, das ist nicht so, also das ist ganz anders und das erkläre ich dir mal. Also da wurde ich neugierig. Ich wollte das wissen, warum die das anders dachten. Ja. Ich wollte das verstehen, ob der Unrecht hatte oder nicht. Ja? Bevor ich das nicht verstanden hatte, habe ich die Leute nicht in Ruhe gelassen. Das heißt, ich habe grundsätzlich zusammengesessen mit Leuten, die nicht so dachten wie ich. Immer wenn es ging, zu jeder Gelegenheit, weil nur das kann tatsächlich meine eigene Position auch in Frage stellen, überprüfen. Und genau das ist wissenschaftliches Arbeiten. Also sich selbst in Frage zu stellen mit allem, was man sagt und tut. Ja, ja, und dem anderen Respekt entgegenzubringen, weil er gewissermaßen auch Mensch ist. Das ist Freiheit heißt einerseits, aus sich selbst herauszugehen und sozusagen das Leben an den Hörnern zu packen. Ja? Das ist, glaube ich, der gängige Freiheitsbegriff, wo eben Staatlichkeit, staatliche Ordnung möglichst Freiraum lassen soll, damit man das machen kann. Der andere Aspekt von Freiheit ist nach meinem Geschmack, dass man eben auch dem anderen dieses Recht zubilligt, aus sich herauszugehen, das Leben bei den Hörnern zu nehmen und vielleicht auch etwas Wirkungsvolles beizutragen. Also zumindest im gesellschaftlichen Rahmen ist Freiheit nicht nur individuelle Selbstsucht oder Gestaltungswille oder machen zu wollen, was einem gut dünkt, sondern eben auch Respekt für den anderen zu haben. Mhm. Und wenn Sie Politikern in den letzten 20, 30 Jahren zuhören, also insbesondere in der Ära Merkel ist das gewissermaßen zum, ich bleibe bei meinem Lieblingswort, Dogma geworden. Es ist nie so, dass der Wähler, dass die breite Masse, dass die Menschen im Lande, wie auch immer sie genannt wurden, gewissermaßen es besser wissen oder einfach etwas anderes wollen. Ja, und mit ihrer Wahlentscheidung vielleicht auch sagen, nein, das wollen wir so nicht und wir entscheiden in diesem Land, sondern es war dann immer so, dass es einem nicht gelungen ist, die eigene Position näher zu bringen. Ja, man muss den Menschen einfach das noch besser erklären. Ja, es ist selbstverständlich auf politischer Seite immer im Sinne des Dogmas klar, dass die wissen, was richtig ist. Ja, und das wird in der Ampel ja also in einem Ausmaß grotesk überspitzt. Sie schaffen es ja auch durch Emotionalisierung. Also es ist ja nicht nur Wissen, es ist ein Gefühl, was sie halt überzeugend rüberbringt. Ja. Hilfe, da ist eine Gefahr, da müssen wir jetzt was tun. Und wo ich dann immer sage, warum muss denn der Staat überhaupt was tun? Also hin und wieder gibt es so Dinge. Ne? Will ich jetzt nicht weiter ausführen, aber das ist wirklich grundsätzlich in Frage zu stellen, an welchen Stellen der Staat überhaupt einschreiten darf. Ja, aber weil man eben immer in der Gewissheit der Alternativlosigkeit des eigenen Denkens und der Erkenntnisse und eben dieses Gut- und Böse-Schema beherrscht jeden einzelnen Politikbereich. Es ist eine perfekte Packung. Es gibt eine richtige und immer nur falsche Meinung. Ja. Eine gute Meinung, eine schlechte Meinung. Wenn eine Umfrage dann ergibt, dass 87% der Menschen im Lande das nicht wollen, dann sind die halt gewissermaßen, oder dann ist man in einer populistischen Gefahr, ja, weil man könnte ja dieser Mehrheit folgen, aber man ist ohne jeden Zweifel im Besitz der Wahrheit. Ja. Es gibt dann niemanden mehr, der sozusagen zu Hause in der Sitzgruppe sitzt und sagt, vielleicht haben die alle ganz recht und ich habe mich da in was verrannt. Vielleicht muss ich meine Position mal überdenken. Was ist denn das Gegenteil von populistisch? Ja, individualistisch würde ich denken. Ja, also wenn man sagt, populistisch kommt von populär, dann wäre das ja dann unpopulär, das Gegenteil davon. Also ich meine, die haben quasi uns das Wort so richtig schön umgedreht, weil wir eigentlich sagen, wenn wir viel Zustimmung ernten für eine Aussage, dann ist das erstmal nicht populistisch, sondern populär, diese Aussage. Wir bekommen viel Zustimmung. Jetzt kann man sagen, das ist aber nicht machbar, weil, und das kann man diskutieren, aber einfach nur die Diskussion zu beenden mit dem Hinweis, es wäre populistisch, ist doch völlig bescheuert. Völlig absurd. Das ist gewissermaßen ein Geniestreich des postmodernen Denkens, ehrlich gesagt, weil in Demokratien ist populistisch das Richtige. Ja, was die Mehrheit möchte, also Populus, das Volk, was das Volk möchte,
Das ist die Wahrheit oder das ist die Leitlinie, die Ausrichtung, der Grundgedanke, dem man folgen muss. Wie das Volk zu dieser Auffassung gelangt ist, das ist hoffentlich ein breit angelegter Diskurs oder das Ergebnis eines breit angelegten Diskurses. Aber wenn es denn dann mal eine populäre, populistische Position gibt, dann ist die für einen Politiker per se richtig. Hm. Ja? Und es zu schaffen, dass gewissermaßen, das hat natürlich was mit faschistischen Erfahrungen zu tun, dass man sich das so zurechtdenken kann. Aber wir wissen ja, die Postmoderne ist gewissermaßen ein fatales Echo auf den Faschismus, dass man sich zurechtdenken kann, dass wenn die breite Mehrheit es will, dass es dann per se falsch ist und dass man ja nicht auf die breite Mehrheit, also auf das Populistische hören darf. Ich habe mal an einer Diskussion teilgenommen, das war, ich weiß gar nicht mehr die Teilnehmer, aber Politiker und Politikwissenschaftler, die darüber nachdachten, was Rechtspopulismus bedeutet, was das meint. Ja? Und es war wirklich eine Diskussion unter Blinden über expressionistische Gemälde. Ja? Also man merkte ihnen an, dass sie einfach nicht gewissermaßen normale Definitionen jetzt mal austauschen könnten. Die kamen dann wirklich zu der Definition, waren sie auch ganz einig. Es war irgendwie die Zeitredaktion hat das veranstaltet. Die kamen dann zu dem Ergebnis, Populismus, Rechtspopulismus ist, wenn ein Führer auftritt, der sich anmaßt, zu wissen, was die Mehrheit meint. Das ist rechtspopulistisch. Aha. Okay. Ich sag nur Wärmepumpe. Genau, ja, exakt. Ja. Wo ist da der Führer? Im Grunde genommen, ja. Ja. Und die Wärmepumpe ist ja unser aller Segen. Mhm. Aber wie gesagt, Populismus, der Begriff des Populismus, insbesondere in der Gestalt des Rechtspopulismus, was ja per se böse ist, ja, das ist ein Geniestreich des Umdenkens, sozusagen ein ganz besonderes Sprachspiel. Tja, also wir möchten jetzt Mut machen, ein bisschen freier zu reden, sich das Wort nicht verbieten zu lassen. Streiten. Mit diesem Hintergrund auch jeden Streit zuzulassen, natürlich nur solange die Nerven noch mitspielen. Ja, also, sich nicht zu schlagen natürlich. Ist doch faszinierend, ein sachlicher Streit. Aber man darf auch mal lauter reden. Ja, in der Tat, im Bar springt der Funke über oder da entstehen Funken. Ja? Tja, wie kommen wir wieder zu Bildung statt Erziehung in unserer Gesellschaft? Tja, also eine Streitkultur kann nur entstehen in einer gebildeten Gesellschaft. Wenn je weniger Leute gewissermaßen mitreden und mitdenken können, desto kastrierter, könnte man sagen, ist eine solche Gesellschaft. Wenn man eine Gesellschaft in die Lage versetzen will, sich in die richtige Richtung fortzuentwickeln, also auch wirklich fortzuentwickeln, da bin ich wieder bei meinem Fortschrittsglauben, das ist auch ein Fortschritt, ja. Dann muss man natürlich, und das ist ganz deutsches, humanistisches Grunddenken, dann muss man bei der Bildung beginnen, ja. Ja. Dann kann man gewissermaßen diese ganzen brillanten, genialen Gefäße, die Menschen nun mal sind, gewissermaßen ja fruchtbar machen für uns alle. Ich erschrecke ja auch immer ganz gerne Menschen so mit meinen Gedanken. Dann wäre ja zum Beispiel naheliegend, mal drüber nachzudenken, die Schulverwaltung einfach mal abzuschaffen und den Schulen mehr Freiheitsrechte zu geben, den Unterricht zu gestalten, weil ich weiß aus meiner Erfahrung, dass wir innerhalb der Schule immer genügend Gedanken uns gemacht haben, wie wir guten Unterricht machen und wie wir mit Schülern umgehen. Und ich habe mich sowieso immer gefragt, was die Schulverwaltung macht. Und da kamen auch Kollegen auf die Idee zu sagen, na, da sitzen ja sowieso bloß Unterrichtsflüchtlinge, so nach dem Motto, die Leute, die nicht wissen, wie man Schüler unterrichtet, die hier nur gestresst sind, die suchen sich einen Posten in der Schulverwaltung. Und wenn man jetzt also ein Plätzchen hier finden möchte, was irgendwie was mit Bildung zu tun hat, wo man dringend aufräumen muss, dann ist es, glaube ich, da. Ja. Vielleicht ist sie zu groß, vielleicht ist sie falsch strukturiert, vielleicht sind sie mit den falschen Aufgaben behelligt, vielleicht kann man das ganze Ding viel kleiner machen. Also da ist wirklich Handlungsbedarf. Das ist vor allem deshalb Handlungsbedarf, nach meinem Gefühl, weil dort gewissermaßen gescheiterte Zuflucht suchen. Ne? Also die Beamtenapparate sind natürlich
nicht gerade die Gemeinschaften von leistungsfähigen, hochqualifizierten, wer irgendwann im Leben merkt, dass er mit den Herausforderungen des wirklichen Lebens Schwierigkeiten hat, überspitzt formuliert, jetzt schimpfen sich ja viele Lehrer und sonstige Beamte auf mich, aber der geht dann lieber in den Staatsdienst und da ist er sicher aufbewahrt gewissermaßen und ihm kann nichts mehr passieren. Aber nach dem guten alten Grundsatz, dass man in einer Hierarchie immer zum Punkt seiner höchsten Inkompetenz sich entwickelt, so ist das in diesen Verwaltungsorganisationen auch. Ja. Also mein Erstaunen war wirklich also groß. Berufsbeamtentum ist vielleicht wirklich nicht so ein tolles Konzept. Das ist jetzt wirklich völlig überlebt, weil wir die Corona-Zeit hat ganz klar gezeigt, dass diese Menschen also dem hohen Anspruch an die Beamten überhaupt nicht gerecht worden sind. Also die haben wirklich ihren Kündigungsschutz, aber das heißt doch nicht, dass man Sachen einfach mitmacht, die grundfalsch sind, dass man dazu nichts sagt, sich einfach wegduckt und dann auch das erhöhte Gehalt, das man eigentlich bezieht, damit man den Staat und das Grundgesetz stärkt, einfach nur einsteckt und sagt, jetzt halte ich die Klappe, in einer Gefahrensituation, ja, wo man einfach nachdenken muss. Jetzt völlig egal, was davon jetzt wirklich richtig war, aber seine Gedanken muss man doch aussprechen dürfen und man muss sie auch diskutieren und dann da nicht gestraft werden in so einer Situation. Und man entsetzlich. Man darf nicht mit staatlicher Macht diesem Grundproblem sozusagen nachgehen. Zu sagen, in der ersten Sekunde der Problemstellung, der Krise, ja, sagen irgendwelche Leute, das ist die Lösung. Ja. Das wird zum Dogma. Von Anfang an war das sozusagen das, den Keim im Keim zu ersticken, war das Anfangsdogma. Und das darf dann nicht mehr hinterfragt werden. Da gibt es dann Spitzenbeamte wie den Chef des Robert-Koch-Instituts, Wieler damals, der sagte, diese Regeln dürfen nie wieder hinterfragt werden. Da merkt man genau, wie das postmoderne Denken in dieser Gesellschaft sozusagen absolut hegemonial geworden ist. Man darf nicht mehr das Dogma hinterfragen. Vor kurzem wurde er nochmal befragt zu dieser ganzen Zeit und das war ein sehr peinlicher Auftritt. Also da hat er im Wesentlichen gesagt, ja, da haben wir gar nicht die Daten, ach, das können wir gar nicht entscheiden und so weiter und so fort. Es bestätigt einfach nur diesen Eindruck, den ich von Anfang an gehabt habe. Das sind Angestellte der Bundesregierung letztendlich, die machen einfach nur, was ihnen gesagt wird. Denen fehlt jegliche Unabhängigkeit und so kann es einfach nicht bleiben. Das ist das Gegenteil von Wissenschaft, es ist das Gegenteil von Wissen, es ist das Gegenteil von Demokratie, es ist einfach nur Einfalt pur. Ja. Ja, es ist vor allem eben dem herrschenden Narrativ folgend, ist gewissermaßen das Grundgesetz. Ich habe eine Vernehmung, das ist ja für deutsche Demokraten gewissermaßen immer ein Kulturschock, wenn man im amerikanischen House of Representatives diese Ausschusssitzungen verfolgt, wo dann eben Experten oder auch Regierungsmitarbeiter regelrecht ins Einzelverhör genommen werden. Ja. Das ist ja hier undenkbar. Hier findet ja keine Kontrolle durch das Parlament mehr statt, sondern nur, egal, müssen wir jetzt auch noch vertiefen. Da wurde jedenfalls, ich glaube, die Chefin des sozusagen amerikanischen Paul-Ehrlich-Instituts, ja, also Medikamentenüberwachung und auch Impfmittelüberwachung, befragt und mit ihren eigenen Zitaten konfrontiert. Und die sagte dann halt, ein Zitat wurde ihr vorgetragen, dass sie, ich weiß nicht, im Sommer 21 gesagt hat, wer geimpft ist, bei dem kann sich das Virus nicht mehr ansiedeln. Ne? Der kann auch nicht erkranken. Das hatte sie damals in dieser amtlichen, hohen amtlichen Position gesagt. Und nun wurde sie gefragt, wie steht sie denn heute dazu? Und da hat sie ungefähr formuliert, ja, damals war das völlig richtig, das zu sagen. Also sie konnte nicht mehr aus heutiger Sicht zurückschauen und sagen, ja, da waren wir alle im Irrtum. Ja? Sondern sie, das ist sozusagen nicht denkbar. Ja, das herrschende Narrativ als Irrtum zu beschreiben, ist undenkbar. Da kann man auch im Nachhinein nur sagen, damals war das richtig. Ja. Damals war das die Wahrheit. Ja? Die Wahrheit hat sich dann weiterentwickelt. Damals hat Milos Matuszek in der NZZ geschrieben, was, wenn die Querdenker oder die Corona-Leugner oder die Covid-Idioten recht haben. Er ist umgehend seinen Job losgeworden. Und wenn man heute den Artikel liest,
dann steht man da und denkt, was für eine gute Idee damals, diesen Artikel zu schreiben. Einer der wenigen ernstzunehmenden Journalisten zu der damaligen Zeit. Und wenn ich heute nochmal sagen sollte, wer ist denn heute noch ein guter Journalist? Er gehört immer noch dazu. Aber wo bleiben die ganzen anderen, die jetzt endlich mal diesen fatalen Irrtum, geschichtlichen, der da passiert ist, einfach mal aufarbeiten, auch mal da reingucken, die dann wirklich mal zu den Events kommen, zu denen man sie einlädt. Ja? Ich habe einen fetten Presseverteiler und da lade ich gerne mal Leute ein. Da kommt aber keiner. Auch da werden es immer mehr. Epoch Times, Weltwoche, RT.de muss man auch an der Stelle erwähnen. Da sind massenhaft, konzentrieren sich gewissermaßen die durchaus querdenkenden Journalisten. Auch das kann man als gewissermaßen Corona-Maßnahmenkritiker der Mehrheit nicht ersparen. Sie werden in den nächsten Jahren noch viel mehr lernen oder erkennen müssen, dass diese kleine Minderheit, die da auf die Straßen gegangen ist und die da heftig argumentiert hat und sozusagen unversöhnlich ihre Meinung vertreten hat, die hat nun mal praktisch allem Recht behalten. Also es gab sicher auch dort Spitzen, die es nicht so oft trafen, aber der überwältigende Großteil der Auffassung war halt eben richtig. Und so müssen Gesellschaften funktionieren, dass man, wenn eine Krise auftritt, eben auch schaut, was sagt denn sozusagen der Rand oder was sind das, können die ihre abweichenden Auffassungen vielleicht gut begründen? Und vor allem, wenn man merkt, dass die Mehrheit ihre Auffassung gar nicht mehr begründet, sondern sie sozusagen nur noch als Mehrheitsauffassung vertritt und auch brutal durchsetzt, dann muss man auf diejenigen hören, die ihre abweichenden Auffassungen immerhin noch begründen können, ja? Oder das zumindest versuchen. Ja? Da ist sozusagen der Weg in die richtige Richtung gewiesen und nicht in dem, ja, es ist jetzt nun mal erforderlich, das und das zu machen. Diese Regeln dürfen nie wieder hinterfragt werden. Das sind katastrophale Fehlentscheidungen per se. Immer wenn Sie merken, jemand vertritt eine Auffassung, ohne sie zu begründen, der mag vielleicht noch vernünftig agieren, im Sinne von logisch, aber er ist nicht mehr rational. Rational, also Ratio ist der Grund. Ja? Rationale Vernunft heißt eben logische Herleitung mit einer substanziellen Begründung. So, und Begründung kommt nun mal nur aus Gehirnen von Menschen, darum müssen wir einfach mehr Respekt vor unseren Mitmenschen haben. Gut, dann haben wir das jetzt mal beleuchtet, woher das Ganze kommt, haben ordentlich rumgemeckert, haben Ausblick gegeben, wie es besser werden kann, was wir gerne hätten. Dann möchte ich Ihnen das Schlusswort geben. Haben Sie noch was? Ich habe alle meine Kanonen sozusagen verschossen, glaube ich. Aber also wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ich mal wieder im öffentlichen Diskurs mehr Streit erleben würde und dass man diese empörten Reflexe, die überall nur noch herrschen, ja, also eine völlig abweichende Meinung wird so, oh Gott, es werden hochgezogene Augenbrauen entsetzt, die Augen werden aufgerissen, ja, das ist ein Ausdruck einer wirklich scheiternden Gesellschaft, ja. Wenn aber 5 Leute zusammensitzen und 7 Meinungen leidenschaftlich vertreten und auch mal laut werden, dann weiß ich, gute Leute. Gut, dann sage ich einfach, jeder Streit, der jetzt kommt, ist was Schönes. Ja. Wir werden uns bemühen, ganz friedlich auseinanderzugehen, aber wir werden dann auf jeden Fall was gelernt haben. Und die Cancel Culture ist hoffentlich bald vorbei. Dankeschön, Herr Gall. Und wir haben nicht mal gestritten heute. Das ist natürlich ein bisschen unschlüssig. kann man vielleicht noch ein bisschen mehr auf den Punkt bringen, was wir heute gemacht haben, aber es ist auch eine Anregung für andere, das Thema jetzt einfach mal anzupacken und genau das dann auch zu tun, Ausblicke aufzuzeigen, wo es lang geht. Dogmen hinterfragen und streiten. Tschüss.